Setzter für dieses Engagement. Wir sehen zunächst Simpla Redo, Johan Nils, Startnummer 1 bei der Parade. Dann geht's weiter mit der 5 mit Kathy Scott, Thomas Maaßen. Die 6 dahinter, White Phoenix mit Paul Kuhstreter. Dann die 2, Bacardi Royale und Katharina Kramer. Die 4, Icarius, Sina Baruffolo. Startnummer 3 dann Gretje mit Peter Neisius, der trägt die Besitzerfarben des Stalles Hegerholm. Dahinter die 8 Adrian Scott, Tom Karten. Alles frei zum dritten Rennen, zum ersten Lauf der Letzter Amateur Trophy. Wir haben hier 8 für den Rennen. €10.000 und von innen nach außen melden sich jetzt einfach unter dem Startwagen. Simplarino, die 1 mit Paul Wills, Bacardi Royale und Katharina Kramer mit der 2, Gretje Peter Nassus, die 3, dann Icarius mit Sina Baruffolo, das ist die Startnummer 4, Kathy Smart, Thomas Maaßen haben die 5, White Phoenix, Marco Stritte, die 6, Kaiserhofen Newport mit Christoph Pellander, die Startnummer 7 und ganz aus dem Flügel, die 8, Adrian Scott, Tom Karte. Meter jetzt noch bis zum Start. Das Feld ist unterwegs zum ersten Lauf der Winster Amateur Trophy. Icarius hier mit dem besten Start hat hier im Moment die Nase vorn. Kaiserhofen Newport, aber ganz außen noch Adrian Scott. Attackieren bei beiden, gehen auch beide vorbei. Da ist jetzt Adrian Scott außen auf dem Weg. Bis ganz an die Spitze hat sich jetzt auch vor Kaiserhofen Newport postieren können. Und ist Mitte des ersten Bogens an der Spitze. Da eine kleine Gruppe von 2 Längen etwa bis zu Icarius. Kriegt Scott an der Außenseite, verbessert sich bereits in dieser frühen Phase des Rennens. White Phoenix und Cicciarino folgen dann. Dann bereits etwas Abstand zu Bacardi Royale und zu Gretje am Ende des 15:2, die erste Zwischenzeit. Die Pferde kommen gerade herauf und Kaiserhofen Newport mit Casey Scott jetzt gemeinsam in Front. Casey Scott geht jetzt vorbei, Mitte der Geraden, übernimmt die alleinige Spitze. Der zweite Pferd, Adrian Scott ist dritter, Icarius ist vierter. Dann geht es mit Laredo und die Außenspur angeführt von White Phoenix mit Bacardi Royale und die Gruppe. Und dahinter ist dann Gretje und die versucht sich jetzt schon in dritter Spur und rückt da vom Ende des Feldes Mitte des zweiten Bogens auf. 1000 Meter jetzt zurückgelegt, 20-0, die zweite Zwischenzeit 0. Casey Scott führt vor Kaiserhofen Newport und ihm jetzt auch außen unterwegs marschieren den Icarius. Dann bleibt Gretje in dritter Spur im Moment hängen. Dazwischen ist White Phoenix, hat ihn den Adrian Scott und die letzten beiden sind Simplarino und Bacardi Royale. Casey Scott auf dem Weg in Richtung Schlussbogen, eine lange Form gehen über Kaiserhofen Newport. Icarius weiterhin außen unterwegs, dann schon eine kleine Lücke zu Adrian Scott, der muss sie abreißen lassen, dann lieben ist. White Phoenix und ganz außen weiterhin Gretje unterwegs. 500 Meter jetzt noch bis zum Ziel. 16:1 die
Nächste Zwischenzeit. Immer noch Casey Scott an der Spitze. Casey Scott, die Karriere-Auslosen, der erste Leiter-Kreis-Auslosen und in den Retier-Auslosen. So kommen sie in die letzte Ecke. Casey Scott im Vorteil, aber die Karriere bleibt klein, lässt sich nicht abschütteln. Kreis-Auslosen und versucht sich einzuschalten. Die ganze Außenseite spürt jetzt etwas aus Tensum, das bis jetzt zurückgelegt worden ist. Und die Karriere in der Mitte der Ball attackiert. Geht besser als Casey Scott. Kaiser auf Newport setzt nach, aber Ikarios auf dem Weg zum Sieg. Mit Sieger der Ruffalo, Ikarios gewinnt. Casey Scott zweiter, Kaiser auf Newport dritter, Grietje vierte, Samba Cardi Royal, Zintler Rio, White Phoenix und Adrian Scott. Wie schon vor einigen Wochen hier als Siegerin vom Platz gehen darf, Züchter ist Leo Beckmann von Ikarios und ja, Gratulation, zweiter Sieg. Mehr geht nicht in den letzten Wochen. Ja, Herr Sina, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch toll, so ein kleines Pferd zu haben, oder? Ja, wirklich super. Also, ich muss sagen, am Anfang, als wir ihn gekauft haben, war ich echt nicht so überzeugt. Ich habe nicht mal dagegen geglaubt, andere Leute mehr. Ja, es war schon stark, wirklich stark besetztes Rennen. Wir hatten uns auch ziemlich schwer getan, einen Sieger zu finden. Aber du bist eigentlich auf der Bank. Du gehst ja mit so einer Ruhe dran, also zumindest hat man den Eindruck. Sympathische Sina Baruffalo, die ist Besitzerin, Fahrerin und gleichzeitig Trainerin. Die drei Grietje, fünfter die zwei Bacani Royale und sechster die eins Simplaredo. Die Siegzeit von Ikarios lautet 1:16:7 und der Sieg fiel am Ende sicher aus und zwar mit 1,5 Längen. Die weiteren Abstände waren 2,5 Längen, 1,5 Längen, 5 Längen und 2,5 Längen. Quoten dazu habe ich auch für Sie auf Sieg 2,60 Euro. Die Plätze zahlen 1,30 Euro, 1,80 Euro und 1,50 Euro. Die Quote der Zweierwette lautet 9,70 Euro und